Hallo in die Runde, willkommen zum Tag 2 des Buff-Booster-Turniers 4 Sterne ohne Gelb. Die Verteidigung sagt nichts Gutes, 2 Stunden zurück. Gut, ich habe es ihm natürlich leicht gemacht, wie ich gestern schon gesagt habe, gute Verteidigung ist es nicht. Ja. Heißt, ich werde mich auf jeden Fall nicht einkaufen und heute Morgen habe ich noch C bekommen, das ist gut. Aber einkaufen werden wir damit nicht. Wir haben hier Gegenschlag, Gegenschlag, Schaden auf alles. Ich entblöße mich zwar total gegenüber Franz, aber der darf einfach nicht zum Zug kommen. Also Ferrer. Dass halt so gar nichts kommt, ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Aber es ist jetzt ja wahrscheinlich zu spät. Das war's. Ich habe übrigens nur ausgelöst, um hier von ihr die Heilung noch mal mitzukriegen. Für den Fall, dass hier irgendwas reinrennt und das Mana klaut. Das kann man so laufen lassen. Das noch an. 2 Züge noch. Boah. Na, da hat sich das Risiko des Bordabwendens doch gelohnt. Wen nehmen wir als erstes? Rigard. Nehmen wir. Das hat folgenden Hintergrund. Der andere nimmt zu oft Leben dazu. Entschuldigung. Gut, dann
Das ist jetzt sehr wahrscheinlich hier nicht gut gespielt und irgendwo hätte man vorher schon schneller was machen können. Im Endeffekt läuft es jetzt genau darauf um, ich lade jetzt und dann ist das hier gewonnen. Ach, da wollte ich den Diamant machen, da habe ich mich verzogen. Da hatte ich fette Finger. Ah, und da wollte ich rechts drauf hauen. Okay. Das sollte trotzdem reichen. Das war ein noch gedrehtes Match. Und das sah am Anfang gar nicht so gut aus. Okay. Entschuldigung. Das Problem ist, wir müssen uns reinigen. Oder vertrauen wir einfach drauf? Genau sowas braucht man. Genau sowas. Blauen Diamant direkt unten drunter. So, wir müssen natürlich jetzt natürlich sorgen, dass er auch noch auslöst. Und in den Gegenschlag reinhaut, eigentlich alles, was draufhauen kann, soll auch auslösen. Blöd nur, wenn es keinen Gegenschlag mehr gibt. Da ist erstmal noch nichts, was gleich auslöst. Okay, die geht direkt auf 3. Die hatte doch irgendwas, womit sie das umgehen kann, ne? All Enemies, 300 auf alle Gegner. Boah, das ist übel. Jetzt müssen wir die 300 überstehen. Haben wir ja fast umsonst Sorgen gemacht. Ist ja. Da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Gut, ist keine Milena, aber da habe ich mir jetzt echt umsonst Sorgen gemacht. Das hier kann wiederum gerade tödlich sein, je nachdem, wo es hingeht. Das sollte überleben. Okay. Jetzt sind wir im Blau ein bisschen hoch. Achso, weil der Schaden tödlich war. Ja, ist okay, toll, danke. Oder ist er gerade aufgestanden, weil er Krieger war? Nee, weil der Schaden nicht ausgereicht. Ja, ist okay. Du kannst nichts mehr machen. Das ist Sieg Nummer 2. Ich glaube, Wall-Fan kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, den hatte ich schon mal in einem Krieg. Hatte ich den diesen Krieg schon? Na. Aber Kriegselefant kommt mir einfach total bekannt vor. Okay. Ja.
Gegenangriff bleibt. Okay. Ist zu gut, es so zu machen. Und da zahlt sich Geduld aus, ne? Das hätte ich jetzt auch garantiert falsch gemacht. Da spielen wir doch erstmal. Oh, schade. Ziehen wir blau einen hoch. Kann ausweichen. Komm. Genau richtig gelaufen. Wichtig ist, dass wenn er jetzt hier auslöst, dass er auch schön in den Gegenangriff reinspielt. Jetzt ziehen wir erstmal die Steinhaut wieder aus. Dann killen wir dich einfach. Sieg Nummer 3. Soll er doch. Ich muss einen kurzen Cut machen. So, da bin ich wieder. Da müssen wir uns gut vorarbeiten. Und das heißt, dass wir hier jetzt auch einmal umstellen müssen. Wobei ich das eigentlich noch viel besser finde. Das Problem ist, in Lila habe ich nichts, was cool ist. Nichts, was Schaden macht. Ich habe Heiler, ich habe Protoss, ich habe Gift auf alle. Er ist ohne Wappen nicht zu gebrauchen und außerdem langsam. Aber wenn, wäre er cool wegen dem Passiv. Wäre halt nochmal so ein Ding, um zu entzaubern. Fura ist so schwach. Ja, es bleibt dabei. Dann müssen wir Protoss nehmen. Reinigen kann er nicht, ne? Ne, doch, kann er. Dreier Heiler in der Verteidigung. Lila ist es eigentlich nicht. Dreimal Angriffsbuff. Einmal Verteidigung, einmal Leben über Zeit. Das sind drei Buffs, die er hat. Ich glaube, es ist ein Fehler. Boah, sehr schön. Blauer Diamant in lila Diamant übergegangen. Gefällt mir gut.
Nein, oh mein Gott, das war viel, was sich da bewegt hat, was sich nicht bewegen sollte. Wenn wir jetzt auch noch Heilung über Zeit haben, reicht der Diamant aus? Ich probiere es. Direkt raus mit dir. Machen wir so und bereiten gleich das nächste blaue Match vor. Komm, machen wir auf den Schwaben und sagen: Sterbi, Sterbi, Sterbi. Setz mal deine Buffs. Ich nehme sie direkt runter. Ich verbiete dir zu zaubern. Ich spiele nicht rein. Du bist mir vollkommen egal. Damit haben wir Sieg Nummer 4. Okay, nach dem Beschwörungspech und das erste Mal ohne Glück, trotz Vincent, muss das Board ja jetzt irgendwie was hergeben. Man kann ja nicht in allem sein, entweder Helden oder Boards. Ansonsten wäre es ja auch irgendwie zu einfach. Außerdem muss es sich ja auch lohnen. Okay. Letztes Spiel. Mono Lila, finde ich gut. Mono Lila und Gegenschlag. Da müssen wir uns jetzt reinigen. Und ich habe mich nochmal umentschieden. Okay, damit können wir jetzt reinigen. Bauen wir uns den Diamanten und haben noch ein bisschen Bordbewegung. Wir lösen einmal den Diamanten aus, bevor wir jetzt das abkriegen. Dann nimmst du ihn einmal raus. Wir machen das Match so. Dann power ich einmal hoch. Den Diamanten will ich nicht. Okay, das war natürlich nicht geplant. Also die ersten zwei sind noch okay gewesen, aber danach war es nicht mehr geplant. Das war wirklich gerade richtig heftiges Glück. Ich könnte den gelben Diamanten machen, will ich aber gar nicht. Ich will, dass Blau 1 hochrutscht. Und schon haben wir hier nur noch einen lächerlichen Rest, der uns nicht weiter kümmern soll. Das gibt mir allerdings Zeit, darüber zu reden. Einige wissen es vielleicht von euch schon. Ich habe einen Discord-Server angefangen. Und das ist nicht irgendein Discord-Server. Da wird es über kurz oder lang, wenn da ein paar Leute mehr drauf sind aktuell, auch ein paar coole Sachen geben. Und zwar möchte ich da einfach so ein bisschen mehr in die Community reinhorchen. Das soll ein Ort sein, wo ihr euch auf Discord austauschen könnt und einfach
über die Spiele reden könnt. Ein Chatraum und es wird, wie gesagt, Events geben, wo ich dann auch dabei bin. Ich bin noch nicht sicher, ob es ein wöchentliches Event wird. Da muss ich ganz klar sagen, das hängt auch ein bisschen von der Zeit ab. Aber erstmal ist es eine Möglichkeit, um in Kontakt zu treten und auch vor allen Dingen mit anderen. Wir haben da auch eine Rubrik auf dem Server für Bewerbungen für uns bei den Aussteigern. Und wer da drauf will, auf den Discord-Server, einfach mich anschreiben. Und alles andere Zukunftsmusik fürs nächste Jahr. Man darf ja nicht alle Projekte verraten, die man machen möchte. In diesem Sinne, Tag 2 bestanden. Euch ebenfalls viel Glück. Macht's gut. Tschüss.